Was mit den Nudeln? Nudeln kann man essen warm. Nudeln kann man essen kalt. Ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt. Ich verschicke gerade Sachen. Was ist los? Was ist so? Ja, was brauchst du? Neuer Vlog, neue Woche. Da sind wir wieder. Neuer Vlog, neue Woche. Ich fühle mich, als würde ich so als Geisel gehalten werden. Als würde jemand eine Knarre an meinen Kopf rein. Sag die Woche! Neue Woche, neues Glück. Willkommen in einem neuen Battle Player Vlog. 37. Yay. Yeah. So in Wirklichkeit stehe ich hinter der Kamera mit MacLock. Jetzt ist mir was runtergefallen. Ah, hör mal. Ja. Und in diesem Sinne, damit ich es in dem Vlog nicht vergesse, Nudeln kann man essen warm, Nudeln kann man essen kalt. Ich liebe euch. Das wird schon langweilig. Das Gespräch ist weg. Aber siehst du den Enthusiasmus? Shiny Relaxo oder warum shiny, ist er grün? Shiny Relaxo. Vielleicht war es mal grün, vielleicht war es mal blau, so wie es muffelt. Hat sich vielleicht ein bisschen gelb dazu gekommen. Hat sich vielleicht verfärbt. Hast du die Doro noch gesehen? Nee. Geh mal bitte die Doro. Such mal die Doro. Such mal kurz. Ich weiß aber nicht, ob die Doro sich gerade schon wieder am Umziehen ist. Geh mal gucken, ob sie noch begleitet ist. Weiß ich, Puffelhaar. Oh. Ja. Das ist ja süß. Oh. Den Hunden gefällt's auch. Der hat nichts hin. Nee, das ist ja gespannt. Haben die nicht komisch reagiert, als ihr dann auf einmal so verkleidet dastandet? Nee, die wissen ja, dass wir verrückt sind. Ah, okay. Oh. So, gehen wir jetzt raus auf die Stadt und schon kennen die Leute. Ja. Gerne. Oh, schnick, schnack, schnuck. Ganz kurz nochmal für die Kamera. Kannst du jetzt einen Rewe da holen? Echt? Doch, ich schwör's. Ganz kurz nochmal für die Kamera. Eine Pizza mit was? Also, ja, hier, kannst guck. Hier, ich hab Bilder hier. Ne, hier, ich hab's direkt hier. Triple Salami Explosion und 4 Käse Deluxe und Sweet Sprinkles. Hier kannst du einmal hier filmen. Sweet Sprinkles verstehe ich halt nicht. Sweet Sprinkles auf einer Pizza mit Käse? Vor allem 4 Käse. Das ist so dann der Käse von Wario und der Abonnieren. Käse von dem anderen. Ah ja. Und dann 2 normale. Aber hier, es ist Salami drauf, Chorizo und Salami Calabrese. Was auch immer das ist. Ich verstehe hier noch nicht die Sweet Sprinkles. Irgendwie will ich die probieren, aber ich glaube nicht, dass die schmeckt. Machen wir bei mir Meat-Test. Machen wir bei mir einen Meat-Test. Wie ist die Miete hier? Kalt. 800. Ah, so sieht die aus. Ungebacken. Die Salami sieht gut aus. Guck mal, 2 Salamis und dann noch so Chorizo-Stückchen. Die Salami-Pizza sieht saugut aus. Ja. Die Käsepizza sieht... Einfach nur aus wie die Käsepizza. Nee, die Käsepizza sieht gut aus, aber... Wo sind die Sweet Sprinkles? Was sind diese... Ich glaub, das sind diese grünen Punkte. Ich hätte gesagt, das ist schwarz. So wer macht Schoko auf eine Pizza? Also wenn das auf eine normale Dr. Pizza. Ich dachte ja, wenn die eine Mario-Pizza rausbringen, dass es so aussieht. Wäre das nicht geiler gewesen? Guck, hier okay, ist rechts ja. Groß. Wäre das nicht geiler gewesen? Das wäre viel cooler gewesen. In der Verpackung halt, in der Form einfach, das ist so einfach. Mhm. Oder du kannst halt auch so eine Pizza... Jetzt gehen wir das Rabbit Hole runter. Abonnieren! Das gibt mir Nightmares, ey. Oh mein Gott. Das sind die Dämonen, die ich nachts im Schlaf sehe. Was? Also, ja, das ist ja dann nicht mein Problem. Ich weiß, das ist nicht ihr Problem. Ich will nur wissen, was ich machen soll. Ja, bitte. Entschuldigung. Ja, bitte. Können wir uns ein Life-Size-Replika von Deadpool kaufen? Bist du bescheuert oder was? Dann kannst du jetzt beim Schwarzen Feuer vorbestellen. Bitte. Für? Wie viel kostet das? Figur oder Pappaufsteller? Für dein Wochenende. Ernsthaft? Ja. Also kein Pappaufsteller. Aber welche alte Deadpool als erstes haben? Es gibt Wonder Woman, aber das war... Ja, aber die haben wir doch alle nicht. Aber Deadpool!
Sakura, sag doch mal was. Mit Deadpool haben wir gar nichts zu tun. Doch, wir haben von Deadpool das Kochbuch und wir haben Funko. Genau. Stimmt. Ja. Darum brauchen wir eine Hand. So. Das liebe Zuschauer des Bärlogs. Ihr könnt, wir machen so einen Spendenstream. Wir machen so, hier ist unsere PayPal-Adresse. Wir müssen so. Genau, blende doch jetzt mal die Spendenadresse ein. Wir machen einen Spendestream mit 6 Zuschauer im Office-Stream. Danke dafür an die 6, aber wo ist denn der Rest? Wo seid ihr denn im Homeoffice? Handy, draufklicke auf die Seite, Ton ausmache und. Wir brauchen eine Deadpool. Ich will kein Deadpool, ich will aufgeräumtes Lager. Aber Deadpool! Ich habe alle weitere E-Mail bekommen. Die Hauptstadt schreibt mir. Buch dir vor, was du vorne brauchst und den Rest bitte dann ins offene Regal. Ist doch dunkel hier. Ja, warum? Weil mir Lichtausgang ist. Müssen wir nochmal austauschen mit viel Muse. Schaut die Muse denn zu? Meld dich doch mal. Wir vermissen dich. Oder die Motivation, nenn es auch die Motivation. Muse brauchen wir jetzt eine Inspiration, gell? Die Muse ist das, was der Dominik, von dem der Dominik geküsst wird. Ne? Wenn er kreativ und inspirierend unterwegs ist. Wir brauchen Motivation. Gibt es für dir auch einen Namen? Motivation. Wir nennen es Motivation. Ja, ja. Falls die Jungs von Holy unseren Vlog gucken, grüße gehen raus an die. Die schicken zwar immer wunderschöne Daumen hoch und so bei Insta, wenn ich die tag und nerv. Aber das ist mir noch nicht genug. Ich würde dir Holy B2B hier im Laden anbieten. Du kannst übrigens 4 Boxen aufeinander stapeln. Von deiner Elite Trainer Boxen. Ich würde Holy gern im Laden anbieten, B2B. Und so, Tobi, mach doch einfach weiter und lass mich machen, wie ich will. Der kann immer noch 4 Boxen aufeinander stapeln. Ich hasse dich, Daniel, Digga. Ich muss mal kontrollieren, ob alles richtig macht. Ja, Holy, sehr gut. Hast du eigentlich mittlerweile schon mal versucht? Die Testpackung von dir. Wie fandst du? Ich hatte nur einen Geschmack, zwar Erdbeer irgendwas oder so, glaube ich. Raspberry Shark hast du. War nicht schlecht. Also ich finde, es hat einen brutal angenehmen Koffeinkick auf eine ganz andere Art und Weise. Also du merkst nicht dieses, oh ja, es kickt, sondern es holt dich ganz, ganz easy aus deinem Tief raus. Ich bin echt. Der Mensch war sowieso wie so heiliger Schein. Ja. Weil es holy. Zu Hause zum Beispiel, wenn ich das merke, wir sitzen auf der Couch und ich bin so der Typ, wenn ich nichts zu tun habe, falle ich in ein Loch. Und dann will ich schlafen. Das heißt, wenn ich zu Hause bin und nichts zu tun habe, schlafe ich eigentlich den ganzen Tag. Wenn ich nichts zu tun habe, schlafe ich den ganzen Tag. Und da sitze ich so und will ich eigentlich zocken und so. Und wenn ich mir das Ding reinföhne, Viertelstunde später, bin ich nett. Aber ich bin. Ich da. Bin was bist du? Anwesend. Ich bin nett, aber ich bin... Das brauchen wir dann für die Events. Holy, meldet euch! Also die, nee, die schicken immer Daumen hoch und finden es cool, aber ich habe noch kein so... So ein bisschen Sponsoring, ja? Ich will nichts umsonst. Mir wird schon reichen, wenn die mal ein paar Probepacks schicken für die Kundschaft. Ja. Ich würde das B2B sogar hier anbieten. Und wir ernähren uns eh davon aktuell. Also ich muss jetzt A wieder bestellen, aber... Komm, keine Liebe zurück. Noch nicht. Aber ich hab's gerade wieder. Irgendwann müssen sie sich denken, Alter, die zwei Dicke aus Kaiserslautern hier, die haben uns schon wieder verlinkt. Was ist denn mit denen? Ich hab noch einen Zauberkopf. Ich weiß. Dominik. Dominik. Du bist meine Sonne, Boomer. Ist das normal, dass die verschiedene Farben? Oh. Welches so? So ein Football-Tackle. Das genau, wär jetzt, das wäre jetzt auch cool. Das wäre eigentlich sau lustig. Ich komme hier vorbei, ist kein Problem. Dominik nimmt den schmale Gang. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Danny in der Leiter. Heute bei Danny in der Leiter gehen wir eine Stufe hoch. Danny über der Leiter. Willst du eigentlich erzählen, was du alles machst? Cut, der war schlecht. Schmeiß ihn raus. Inventur, das muss man ja einmal im Jahr machen. Und da wir alles um und aufgeräumt haben, halte ich mich fest, dass ich das... Okay. Und da wir das einmal im Jahr machen müssen, machen wir das jetzt. Unser allerliebster Lieblings Digimon und One Piece Judge, Grüße gehen raus an die anderen, euch hab ich ja lieb, hilft uns heute, der Fabian, der unterstützt uns.
Und wie immer, wenn der Nils und der Daniel nebeneinander stehen, sehen die so engagiert aus, die zwei. Yay! Der Nils schafft es diese Woche zum Friseur. Jetzt kommt der Michael auch noch, jetzt sind wir gleich alt. Macht doch immer Tafel, oder? Sergej. Warte, ja, kein Problem. Sergej, komm, Ammo. Lagerparty, bitte. Sergej! Ich habe sehr viel Hunger, Katrin. Und ich würde fragen, ob jemand was essen will. Für den besten Nudeln, sehr viel, weil die kann bestimmt essen warm und essen. Die kann man kalt, die kann man warm essen, genau. Ja. Nudeln kalt. So ein. Kalte Nudeln sind auch gut. Abonnieren. Achso, wir sollen. Super, jetzt ist Sergej Anadol, super. Das ist. Er isst schon. Ramon, falls du zuschaust, so läuft es, wenn du nett bist. Ne, normalerweise ja nett, aber. Nein, geht jetzt alle mal da rein! Ich wollte nur nett sein, fragen. Du bist doch ein kulinarisch sehr versierter Mensch. Worauf das haben wir Bock? Nur weil ich dick bin, aber ist okay. Kulinarisch versiert. Ja, man auch. Kann das auch schön sagen. Ja. Warte. Ich schaff das. Das ist ja geil. Was willst du versuchen? Die Lasen, aber so 5 Sekunden ungefähr. Ich will das Ding reiten. Versteht was, man? Wieso? Yeehaw, woo! Arbeitssicherheit! Ja, das geht gleich schief. Warte, lass mich da irgendwo, das funktioniert. Okay. Oh! Arbeitssicherheit! Gut, weiter geht's. Okay. Kann alles Spaß gerade 500 jetzt. Abonnieren! Einmal bitte an den Waviere. Sehr gut, dass du da bist. Was würde dir einfallen, was das ist, wenn du das hier siehst? Einwerfer. So ein Baustrahler-Mini? Ja, hab ich auch, Baustrahler. Nils, was ist das? Ja, wo kommt Licht raus? Das ist das, was bei den Fußballspielen... Das ist ein Scanner. Ein Scanner? Richtig. Mhm. Ist da nicht noch ein Laserfilm? Weil ihr Clowns da vorne immer alles kaputt machen, was wir auffassen können. Habt ihr jetzt einen Scanner bekommen? Jetzt gemacht. Ha? Du bist schon nicht da vorne. Okay. Clowns habe ich jetzt erstmal nur ihn gemeldet. Wird das ich bin die Mehrzahl von Clowns, okay. Richtig. Das ist jetzt euer Scanner für die JTL, für Sachen zu suchen. Okay. Deine glorreiche Aufgabe besteht jetzt darin, das anzuschließen und es mir dann gleich zu präsentieren, ohne es zu zerstören. Okay. Such einen guten Platz, wo es nicht kaputt gemacht wird. Das ist deine Aufgabe. Nils! Ich hätte gern, dass du einmal kurz an meine Seite kommst. Ich hab dich ja letztens zum Ritter des Battleberg geschlagen und jetzt bewaffne ich dich offiziell. Was? Nils. Ja. Zur Feier des Tages und mit der mir gegebenen Kraft von der Familie Gruppe verleihe ich dir offiziell deinen eigenen Handscanner. Ich mir einen Ringfinger dran. Ich mache dir nicht einen Ringfinger. Das wäre zu viel. Was ich dir jetzt dazu sah, habe ich. Leider Gottes nicht jedem gesagt, das sollte ich tun. Ist das Ding weg, du wirst ihn markieren, dass du ihn wiederfindest. Mhm. Auf eine Art, wo nur du weißt, wie er markiert ist. Mhm. Weil diebische Elster bewegen sich in diesen Kreisen. Die nehmen die Dinge nicht mit nach Heim, aber auf ihren Platz. Mhm. Und dann findest du den immer wieder. Ist der weg? Sind so 100 Liegestütze am Stück fällig, bis du einen neuen bekommst. Mhm. Sonst musst du jeden Tag eine Stunde länger machen, weil du die Codes mit dem Finger eingeben musst. Die Stunde wird nicht bezahlt. Mhm. Das ist deine ab jetzt. Frage, darf ich die diebische Elstern totschlagen, wenn ich sie... Nee, das ist mein Job. Okay. Weil man kann die so markieren, dass das auf den ersten Blick niemand sehen würde, dass der markiert ist. Wenn man aber clever ist, sieht man, dass er irgendwo markiert ist und dass es meine ist. Mhm. Sag das doch nicht bei der Kamera. Doch, das ist okay, weil die Markierung sieht keiner. Er ist doppelt markiert. Der Einzige, der das jetzt, bis jetzt wusste, war der Ramon. Und wenn man oft genug meckert, finden Dinge sich immer wieder an seinem Platz. Sie sind mittlerweile so clever, dass wenn sie mir was klauen, sie mir wenigstens... Ich habe eine große Schere, aber sie haben mir die kleine hier wieder hingelegt. Das Einzige, was immer noch weg ist, Herr Kuba, ist mein Meter, mein Schwarzer. Ich hatte einen schwarzen Gliederzollstock. Ich weiß, wo der ist. Der ist in der Küche. Warum ist der in der Küche? Und warum weißt du das? Warum ist der noch nicht Ich muss in die WhatsApp-Gruppe. Was? Laura, geh ihn holen! Nicht in der Küche! Bei euch zu Hause? Oh! Oha! Warte, hier können wir wieder Flashbacks. Hier wird wieder das Eichhorn. Das ist nicht bei uns in der Küche. Nein, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Das würde ich jetzt auch sagen, dass das ein anderer ist. Wir haben auch schwarze Gliederzollstöcke. Jetzt haben wir der Ramon Frau, ob er irgendwo einen Boxsack einbauen kann, an die Decke. Ich der glaube ich ganz praktisch momentan. Oh mein Gott. Ja,
alles raus. Mama, du musst kein Ist da nichts mehr. Da ist also mein Meter. Da nichts mehr. Da ist er also. Wo ist dein Meter? Bei den Kuppers in der Küche. Wirklich? Die Laube hat es verraten. Wie ist das passiert? Ist nicht, aber erst bei den Kuppers in der Küche. Butter. Butter, ja. Funktioniert das gerne jetzt? Ja. Dann machen wir mal Testlauf, Alter. Holy! Boah. Hund, das war keine Absicht. Was strahlt mich denn hier so an hier? Der heilige Gral. Richtig Hightech-Scanner. Ha! Das scannt sogar ab, wenn du was drüber klickst. Ja. Das beliebteste Beispiel. Oh, Displays, Test bitte. Der heilige Test. Hier, weil die Pokémon Company, die immer was drüber trockt, wie man sieht. Oh. Das schafft der nicht, oder? Glaubst du? Vielleicht. Oha. Oha. Da ist jetzt hier mal richtig geflasht. Das Ding sollten wir für die Kasse nutzen. Ich glaube schon. Es hat dreimal funktioniert, so gut. Also da komme ich hier um die Ecke und Sitzstreik. Das sind keine Klimaaktiviste, das sind Karteaktiviste. Der hat sich vor die Schränke geklebt, dass die Karte nicht verschickt werden kann. So, Nils! Tell me something about your first school day. Wir sind nur 7 Leute in der Klasse. Ich musste lachen, ich habe mit 30 Mann gerechnet. Was? 6 davon sagten nie was im Unterricht. Ich habe schon Angst, dass ich hier Mr. Ja machen muss. Das ist aber so bei uns Battlebären. Wir sind immer epochal ziemlich gut. Die Lehrer waren sehr zufrieden. Ah, wieder ein Battlebär. Glücklich, ne? Hast du den Lehrer gehabt, den die anderen auch haben? Ja. Sag jetzt, dass die Lehrer die Battlebär-Azubis mögen. Ja. Ich war der Ursprung des Ganzen, Alter. Und das ziemlich lang. Stimmt. In verschiedenen Berufen, aber wollen wir nicht drüber sprechen. Das ist der Maike. Hallo. Gibt's nur die eine? Es gibt nur die eine. So, hier ist noch nichts drin. Warum? Richtig. Weil sich niemand dazu befähigt fühlt, diese Schränke mit Liebe zu füllen. Hauptsache, es wurde alles mehr eingebaut. Falls du das siehst, wer auch immer du bist, am Sonntag, komm doch am Montag und mach da was rein. Kennt ihr eigentlich, der Katrin ihr Arbeitsplatz? Die Katrin ist ein Ordnungshobbit. Ordnungshobbit, bei der stehen ja die Weinflasche immer alle grad. Wie das bei Hobbit so sein sollte, der Bier. So. Hier hinten seht ihr einen Daniel Decker in freier Wildbahn. Was seine Lieblingsbeschäftigung? Nix. Richtig, dumm gucke. Mensch, gut. Oha, aber das wird genutzt. Look at this. So viele Leute hier arbeiten und einer hat die Jacke hingehangen. Wer hat die Jacke nicht hingehangen? Zeig's euch kurz. Auf welchem Stuhl eine Jacke hängt? Richtig. Du. Auf Seite auch. Psst. Sorry, wenn ich unter den Bus gerate, dann du auch. Pass auf, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Der Dominik cuttet das. Pass auf. Und. Ich weiß nicht, wo es sein soll. Denn. Hier. Kamera. Da, Chefin. Chefin ist die wichtige Person. Und du bleibst dort. Achso, weil die Kinder wollten was runter. Entschuldigung. Nee. Du, das ist. Was hat er gemacht? Hab ich was verpasst, oder? Oh, okay. Danny, du musst mal kommen. Kannst du die Halo-Musik einfügen? Aber, zumindest nicht mein Name draufsteht. Ja, Danny, sehr schön. Sehr schön. Für alle, die den letzten Vlog gesehen haben. Meins.
Hast du es nicht gefunden? Nimm mal schwarze Mädchen. Ich habe noch gesagt, schreib's mir da, schreib's mir da, schreib's mir da. Ich hätte mit Ä geschrieben. Das ist cool. Das sind die kleinen Dinge. Kann man da drauf drucken, was man will? Ja, sehr gerne. Ich weiß. Riecht nach dir. Nee, wir machen. Dankeschön, das freut mich. Sehr schön. Jetzt hätte ich gerne noch Cuttermesser, Handscanner oder so. Sehr gut. Meine Damen und Monsieur, danke fürs Zuschauen. Das war ein wunderschöner Vlog. Wir wünschen einen wunderschönen Restsonntag. Hummer 1 und Hummer 2. Genau. Prost, trage ich Kappa als Tarnung. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ich bin nach Hause.